die Hannover Indians gewinnen das Oberligaspiel gegen den Krefelder e.V. mit 11:4. Und wir haben zwei Spieler mit 3 Toren, also habe ich sie einmal beide genommen. Einmal Robin Palka, herzlichen Glückwunsch. Einmal Jaden Schubert, congratulations, Jaden. Robin, wir starten mal mit dir. 11:4 sieht gut aus, ihr habt die Weichen für den Sieg früh gestellt. Krefeld hat es euch auch ein bisschen leicht gemacht, die neutrale Zone schnell hergegeben. War das so ein Spiel, wo es einfach von vorne bis hinten einfach nur Spaß macht? Ja, definitiv, klar, man macht 11 Tore, das macht natürlich Spaß. Aber wir müssen trotzdem analysieren, warum wir die 4 Tore kassiert haben. Weil das nervt ja schon, ne? Weil man kann einfach zu Null spielen und dann kassiert man halt dumme Tore. Und ja, da müssen wir halt dran arbeiten. Aber unterm Strich kann man halt auch nicht meckern. Wenn man immer 11 Tore schießt, kann man ja auch 4 kriegen. Ja, schon, aber wir wollen auch mal auch zu Null spielen, ne? Anscheinend ist das Powerplay noch ein bisschen umgestellt worden. Du spielst auch Powerplay mit Joe Kiss, allgemein die dritte Reihe auch mit Jaden zusammen, funktioniert hervorragend. Macht das richtig Spaß? Also ihr versteht euch ja anscheinend blind, ein Tor schöner als das andere. Ja, definitiv, wir verstehen uns super. Ist wie, wie soll ich das sagen, ja, wir sind ja gute Freunde in der Kabine und das zeigen wir auch meist auch. Okay, Jaden. You played on the third line with Robin and Joe as well. You scored 3 goals, he scored 3 goals. Is your line the best line in our team? I wouldn't say it's the best line, but tonight we just focused on going out and having fun. And, well, it worked out for us tonight. We just got to make sure when we're playing the top teams that we can also contribute to a win. 11-4 sounds pretty easy one. Krefeld that has no power in the neutral zone. Was it an easy game and had a lot of fun like it looks like? Yeah, it was, you know, we can't look at any game that is going to be easy. We got to come in thinking we're going to play our best game every night. You know, it just went our way tonight. Maybe they didn't have a good night, but it was a good game for us. Okay, thank you very much. Vielen Dank. So, ihr zwei, ja. So, ja, ich habe immer noch Eis in den Haaren. Ich habe noch nicht rausgefunden, welches Schwein aus unserer Mannschaft das war, aber das kriegen wir raus. Jane hat mich darum gebeten, das Interview in jetzt zwingt die 4? Robin Thalmeier, der Hund. Ach, Bove, 4-4. Ach, na gut, dann wollen wir mal nicht so sein. Jane hat mich gebeten, das Interview in Englisch zu machen. Das fasse ich jetzt noch mal kurz zusammen, woran ich mich erinnern kann. Er sagt, viel Spaß macht das in der dritten Reihe mit Robin Palka und Joe Kiss zusammen. Die verstehen sich wunderbar, auch abseits des Eises. Und 4 hört sich einfach an, aber so einfach war es gar nicht. Aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Das hat es mir heute auch. Ich danke für euer Einschalten. Wir haben gleich noch das Abschlussgespräch in dem Studio mit Dennis Boxhorn und Van Hong. Ich flitze zur Pressekonferenz. Wie gewohnt können wir die leider nicht live übertragen, aber wir zeichnen sie auf und stellen sie dann hinterher euch zur Verfügung. Danke fürs Einschalten. Bis die Tage.